Welches Level? Aber wie gesagt, es reicht für den Rest der Stage. Und vom Boss kannst du dich auch umbringen, das ist nicht das Problem. Vor allem eure Stimmen höre ich nicht doppelt. Hörst du dich immer noch doppelt? Ja, leicht. Ja, nur so ein kurzes Mucksen höre ich noch. Aber es ist schon leiser geworden, ja? Ja. Gut, weil es ist nicht immer, wenn ich mich mute und dann wieder entmute, dann passiert das manchmal. Siehst du, Steve, ich bin auf deiner Seite. Ich habe dir einen Tipp gegeben von wegen Farmen. Ja, das war gut, danke. Hätte ich auch in dem Moment auch so gemacht, denn hier so ohne Lebensenergie großartig entlang zu gehen, ist eigentlich nur dumm. Ah, oh, fuck. Naja, Futter habe ich gespeichert. Ja, wie gern würde ich jetzt Halo 3 hochladen, aber geht leider nicht. Ich habe nur so wenig Videos und ich will nicht, wenn ich es hochlade, dann irgendwann pausieren müssen. Das wäre dämlich. Außerdem muss ich zuerst ein aktuelles Projekt noch beenden, bevor ich das überhaupt hochladen kann. Oh, deine Lebensenergie ist voll. Jetzt nicht mehr. War voll. Doch, jetzt ist sie voll. Ich schmeiß mein Leben in den Abgrund, ja, klar. Du hast, glaube ich, sowieso nur ein Leben oder so. Scheiß doch auf das Leben, du hast volle Energie. Was willst du mehr? Hier ohne Schaden durchkommen. Was, Chat? Wird wahrscheinlich nicht gehen, oder? Das war das schlecht, du musst erst den oberen abschießen. Oder so. Das wäre mit Rush Chat gegangen, ja. Na, der letzte Schaden, der hätte ich nicht sein müssen. Teufel, Sommer. Da kannst du auch Schaden nehmen, um reinzukommen, wenn du wirklich Probleme damit hast. Mhm, habe ich mir auch gerade gedacht. Man kann auch reinziehen, einfach nur. Das Problem ist, wenn man da selber eine Zeit lang zuguckt, dann entwickelt man selbst schon die Technik, statt dem, der spielt. Aber ich werde dieses Spiel ja niemals anfassen. What the? Ja, der eine Typ ist scheiße positioniert. Der ist gemein. Mach dir keine Sorgen, Wolf, du spielst das auch irgendwann. Bloß nicht. Doch, doch, keine Angst. Doch, doch. Sagst du. Wir bringen dich dazu, beredet. Genau, mach dir mal keine Sorgen deswegen. Wie gesagt, ja. wenn ich ein Race verlieren sollte und jemand das aufpumpt, dann würde ich es mir vielleicht einreden. Dann würde ich sagen, okay, ich muss aber. Okay, dann würde ich auch sagen, mit Save States, weil. Ja, das sagt ja keiner, du darfst ja mit Save States. Das ist doch. Also, okay, sonst geht's dir gut im Sommer. Das erinnert mich doch an irgendetwas. Ich wollte nett sein und verziere da mal die kleine Lebensenergie. Das erinnert mich doch an irgendetwas. Was denn bloß? Irgendetwas kurz vor Wily mit 1000 D-Tanks oder so. War das in Cryout? Was zum Teufel? So, jetzt bin ich mal gespannt, Steve, was du jetzt gleich vom Ringman hältst. Der ist auch nicht so schwer, aber ich finde sein Bossmuster cool. Hasse Ringman. Ne, der ist ganz cool. Ich bin mal gespannt. Ich auch. Also schlimmer als Brightman würde hoffentlich nicht sein. Nein, der ist wirklich easy. Ja! Du musst bei dem sliden, wenn der Surge. Ach so, ja, der ist wie... Wie hieß er noch schnell? Rechts unten, Mega Man Unlimited. Jojo Man, glaube ich. Jojo Man, so oder? So in der Art, ja. So in der Art, so ein bisschen. Ja, denn Jojo... Jojo Man schießt ja auch erst eins oben, eins unten. Oder eins unten, eins oben, je nachdem. Und das macht er ja auch. Du weichst im unteren Ring ganz normal aus und dann, wenn der obere kommt, dann slidest du unter dem Ring durch, springst über den Boss drüber und dann machst du das Ganze noch. Ich hab einmal sogar gehabt, dass du da unten, oben und dann gleich wieder unten schmeißt. Ja, das kommt nur dann, wenn er auf dich zuläuft und du währenddessen auf ihn schießt. Das darfst du nicht machen, dann tut er nämlich einen Konterschuss machen. Hm. Arschloch. Also bei diesem Gegner muss man echt schnell sein, aber ansonsten kann der eigentlich nichts. Also ich finde den Bosskampf sehr, den habe ich sehr cool hinbekommen. Irgendwie Jojo Man. Du musst, nicht? Du musst auf ihn zusliden praktisch, wenn der obere Ring kommt. So finde ich den eigentlich leichter. Genau. Ja, genau! So finde ich den leichter als Original, weil im Original, da kommt ja der Ring. Der kommt ja zurück. Im Original ist er noch leichter. Hier musst du ja eine richtige Technik dafür haben. Im Original springst du zock, zock, zock und das war's. Im Original finde ich ihn verdammt hart, weil wenn der Ring, den er geschossen hat, zurückkommt, er ist ja in der Luft, dann kommt der Ring auch. Du hast jetzt gerade zu wenig Abstand. Das ist viel easy. Einfacher im Original, Onkel Wolf. Da musst du nur springen beim Original, das war's.
Im Original habe ich immer Schwierigkeiten mit denen, weil mich immer der Ring, den er geschossen hat, der zurückkommt, der irritiert mich immer, weil der fliegt ja meistens schief nach oben, weil Wingman dann auch in der Luft ist. Und genau das irritiert mich, da springe ich immer rein. Das ist das Schwierige an der ganzen Sache, aber ansonsten... Genau, sliden, springen und ja. Ausweichen, sliden, springen. Ja. Einmal springen und dann direkt sliden loslassen, den Buster. Wenn du drunter bist, dann kannst du auch noch... Ich habe sogar schon zwei Techniken gegen den, wie man gut gegen den vorgehen könnte. Genau. Ja, entweder so oder man könnte eben nachher im Ring drin sein, dass der Ring links ist und man könnte schnell zu ihm hinsliden und dann nachher wieder entgegen. Genau, jetzt hast du es raus. Und wie findest du den Boss-Stevel? Habe ich den gut gemacht? Sayonara. Das ist ein Waschlappen. Boah. Der war echt leicht. Wie fandest du den Boss-Stevel? Yes, mit dem Tipp von Osoma war's gut. Und du bist ein Arschloch, Simon. Warum? Nee, der ist wirklich nicht schwer. Der ist ein bisschen schwerer als im Original, aber der ist nicht schwer. Da habe ich eine schöne Technik entwickelt. Da dachte ich mir, Mann, ist das cool. Mir gefällt er mehr als im Original, weil er ein bisschen anspruchsvoller ist. Naja, ich finde ihn leichter als im Original, aber ich kann das schlecht sagen, weil ich diesen Boss nicht gespielt habe und das Original schon lange zurückgeht. Boah, also mir reicht es wirklich heute. Okay, hast du Rotmaster alle besiegt. Und wie der dich jetzt noch angrenzt, so, ich bring Brightman wieder. Nein, das macht Wiley. Ja, aber... Kostik guckt auch gerade zu dem. Aber war doch schön, Stiebel. Die Presse, der Brightman. Du hattest eine Menge Spaß im Hard Mode bisher, ne? Merkt man.